Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan Kretschmer. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wo bist du denn? Das sieht nicht wie deine gewöhnliche Umgebung aus. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ich befinde mich in der wunderschönen Schorfheide. Wir haben unser Feriendomizil für eine Woche bezogen, weil unser Haus gestrichen wird zu Hause. Und deswegen sind wir gerade im Exil. Aber du bist doch auch in England gerade, oder nicht? In London, oder wo bist du? Richtig, wenn ich kann da aus dem Fenster gucken, wenn ich so ein bisschen, da kann ich nicht hingucken. Wenn ich nach links gucken würde, würde ich da das Wembley Stadium sehen. Wie ist es? Ja, der Linksverkehr macht mich fertig. Immer wenn ich über die Straße gehe, gucke ich erst in die falsche Richtung. Bin dreimal schon fast überfahren worden. Sonst ist es sehr schön. Und die komischen Steckdosen machen mich auch fertig von den Engländern. Aber den Rest mag ich sehr. Das ist Und wie? sportstechnisch ein super Land. Ich habe gelesen und in den sozialen Medien wahrgenommen, dass du jetzt auch betrunken Spiele kommentierst, beziehungsweise Nein, unter Alkoholeinfluss. das ist gelogen. Ich habe ein Bier getrunken beim Kommentieren. Also ich habe dreimal dran genippt. Es war alkoholfrei. Das ist weit weg von betrunken sein. Gerade du solltest das wissen, Stefan. Ja? Ich dachte, dass du nach der Erfahrung vom Wochenende vielleicht einen Verbesserungsvorschlag für deinen jetzt hier einbringst und sagst, deine Arbeit ging so viel leichter von der Hand oder vom Mund, dass du jetzt sagst, das wäre ein anzustrebender Arbeitszustand. Also ich hab ja mal davon gehört, es soll ja mal einen Handballer gegeben haben, der hat immer getrunken und dann war er besonders gut wegen schlechtem Gewissen. Wer war das nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber spielen und sprechen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Insofern spielen unter einem, naja, lassen wir das. Also Kretsche, wenn die Rechnung stimmt, dass man ein bisschen besser drauf ist, wenn man ein bisschen gebechert hat, dann muss Eledi Widerson gebechert haben ohne Ende. Kretsche, wir haben den ersten HPI 100-Spieler in der Saison. Macht, glaube ich, für Gummersbach gegen Eisenach 12 von 13 vom Kreis, hat null technische Fehler. Was, wenn Kreisläufer bei so vielen Würfen ja eigentlich fast unmöglich ist, dass du nicht irgendwann mal einen Stürmer voll machst. Das ist eine geile Leistung, oder? Ich freue mich irgendwie immer wieder, wenn die 100 irgendwo aufblinkt. Also das ist eine ohne Zweifel herausragende Leistung. Spricht natürlich auch dafür, dass die Gummersbacher clevererweise ihren Kreisläufer wahrscheinlich nicht in die zentrale Rolle des Gegenstoßes positioniert haben werden. Dort haben Kreisläufer ja bekanntlich eher ihre Schwächen. Also er wird schnurstracks nach vorne gelaufen sein, Augen zu, nicht den Ball bekommen im Gegenstoß und dann aber am Ende verwerten. Und das 12 Buden. Gummersbach macht sowieso gerade ziemlich viel Spaß, finde ich. Also das ist schon eine sehr interessante Bundesliga-Mannschaft, die einen tollen Handball spielt und auch zu Recht sehr deutlich, glaube ich, zu Hause gegen Eisenach gewonnen hat. Und komischerweise, also war es ja offensichtlich ein Run-and-Gun-Highscore-Spiel, wie, um mal in deiner Sprache jetzt gerade zu bleiben, deiner aktuellen Football-Sprache. Ja, tolles Handballspiel. Ja. Weißt du, wer die Triangle Offense gerade von dir für den Handball entdeckt, gut gebrauchen könnte? Das wäre der TBV Lemgo, weil so ein bisschen, weißt du, was Gummersbach gerade alles richtig macht, das wären ja gefühlt so Teams, ich finde, die letzten Jahre toll performt. Gummersbach nach dem Aufstieg wieder, Lemgo immer im Pokal weit mit dabei gewesen, den einmal sogar gewonnen. Die haben einen tollen Saisonstart hingelegt mit, ich meine, so 5 Punkten aus den ersten 4, einen Punkt den Flensburgern geklaut und jetzt stehen sie bei 5 Niederlagen. Ziemlich viel Geballer aus dem Rückraum, ohne große Effizienz. Wie große Sorgen machst du dir um Lemgo? Wir suchen ja so ein bisschen einen unerwartet in Abstiegsnot geratenen Verein, weil die anderen alle so performen. Könnte das Lemgo sein, Kretsche? Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass es für uns beide eine wirklich undankbare Aufgabe ist, aber irgendwie auch interessant, die Liga Woche für Woche zu bewerten, weil ja so viel an einem Spieltag passiert, dass sich unsere Voraussagen oder Analysen der letzten Woche als null und nichtig eine Woche später schon wieder erweisen, weil auf einmal andere Teams sich wieder anbieten, fertig gemacht zu werden, in die Krise geredet zu werden oder auf den Hype-Train aufzuspringen. Und Lemgo ist tatsächlich so das Team der Stunde, was uns ein bisschen Sorgen macht. Im Pokal zu Hause gegen Göppingen ausgeschieden, jetzt die Bundesliga-Partie gegen Göppingen zu Hause auch nochmal verloren. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass Bart Ravensbergen auf Göppinger Seite eine überragende Leistung abgerufen hat. Gleichzeitig dadurch aber keine gute Torhüterleistung bei Lemgo schon seit einigen Spielen.
was immer eine Grundvoraussetzung ist, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein in der Handball-Bundesliga. Also wenn wir uns die Ergebnisse der letzten Tage und Wochen angucken und auch über die Überraschungen sprechen, dann geht das immer einher mit einer starken Torhüterleistung der Mannschaft, die die Überraschung erzielt hat. Das hatte Lemgo jetzt nicht. Sie sind sehr abhängig von einem zugegebenermaßen guten Hutticek, der das Spiel leitet. Aber auch das 7 gegen 6 hat nicht funktioniert, was bis dahin immer so noch so eine, will ich sagen, Geheimwaffe von Florian Kehrmann war. Aber das ist eine Nummer sicher, auf die er dann geht, wenn er das 7 gegen 6 spielt. Dafür hat er auch die Spieler. Und es sind mir ein paar Spieler zu viel in der sogenannten persönlichen Krise. Also Zehnder auf Linksaußen, längst nicht so stark, wie wir ihn kannten. Zerbe Lerke auf ist noch nicht Rechtsaußen. in der Saison, ne? Lerke, die beiden Kreisläufer, Verstynen ist gut in die Saison gestartet. Das ist ja immer auch, ich weiß nicht, ob du Start 7, dieses Handball-Manager-Spiel spielst. Dort guckt man ja immer auf die Picks, die ein bisschen günstiger sind und die Punkte machen. Verstynen war zum Beispiel einer, den konnte man gut so am Anfang der Saison in der Mannschaft haben, Überraschungsspieler, was ja immer so ein bisschen Anhaltspunkt gibt, wie gut ist jemand. Und ja, der TBV ist gerade schon in einer kleinen Krise. Und Alter, was inzwischen ist da ist los aber bei dir? einer, bitte? Ist hier, Was ist da ja, los bei stimmt, dir? hier ist gerade Alarm? irgendwo eine, Mann, das müssen mal laute Polizei hier sein, die hier vorbeigefahren ist. Sorry, also ich werde hoffentlich nicht verhaftet. Kretsche, nächstes Sorgenkind, bevor wir über das absolute Topspiel dann übrigens gleich reden, da kannst du dich schon mal drauf einstellen gleich. Der THW Kiel. Also Kretsche, inzwischen sind es, wenn wir den Pokal mit reinnehmen, außer dem Sieg gegen Hamburg, der war relativ deutlich, sind es jetzt 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen in deutschen Wettbewerben. -8 schon in der Bundesliga, raus im Pokal. Also ich finde, das wird schon jede Woche ein bisschen krasser. Haben wir da doch, wie begeistert waren wir von Johansson? Ist er noch nicht bereit für das Sargosen-Erbe? Und das Krasseste ist ja, Kretsche, also diesmal müssen wir ja wirklich nach der Niederlage gegen Leipzig, du hast live kommentiert, nicht über Landin reden, weil Mirkwa hält 18, Bellasen hält noch einen. Die haben 19 Paraden und kriegen trotzdem 35 Gegentore. Das ist ja eine Rechnung, die geht eigentlich gar nicht. Da frage ich mich, zweite Bälle, das ist ja schon eine Sache, wo man drum kämpfen muss. Sind die gerade kampftechnisch nicht bereit? In der Abwehr scheinen sie nicht so bereit zu sein wie über Jahre. Was hast du da am Samstagabend erlebt? Das ist tatsächlich eines der am schwersten zu analysierenden Spiele. Also dieses Spiel, wo sie nicht nur gefühlt, sondern auch schwarz auf weiß in allen Statistiken vorne liegen, außer Abpraller. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Mirkwa 18 Paraden hatte, weil ich dann Ebner schon stärker sah. Kurioserweise, wie man sich manchmal täuscht. Ebner, glaube ich, mit 5 Paraden in der zweiten Halbzeit, Mirkwa alleine mit 11 in der ersten Halbzeit. Das kam mir gefühlt anders vor in der zweiten Halbzeit. Nochmal, so kann man sich täuschen. Aber in allen anderen Kategorien sind die Kieler ja vorne und verlieren trotzdem mit allem. Schwer zu beschreiben, warum sie das verloren haben. Elias Shibagotu mit einer fantastischen ersten Halbzeit persönlich. Und jetzt ist die Frage, die man sich stellen muss, die tatsächlich auch berechtigt ist. Wir waren verzückt von all seiner Genialität in der ersten Halbzeit, von dem, was er gemacht hat, wie er Handball gespielt hat, Typ Straßenhandballer und so weiter und so fort. Aber macht dieser Spieler augenblicklich seine Mitspieler besser? Und das ist, glaube ich, die ganz große Frage, die sich ein Mittelmann, ein Regisseur, ein Anführer einer Mannschaft trotz seines jungen Alters durchaus stellen muss, die sich auch die Verantwortlichen stellen müssen. Er selber spielt stark, er selber setzt die Kreisläufer ein, kommt zum Torerfolg, aber alle anderen laufen mehr oder weniger neben ihm hoch und zurück. Also wir haben ja auch frustrierende Situationen in dem Spiel gesehen, vor allem von Nikola Billig kurz vor der Halbzeit, als er zum 10. Mal, glaube ich, die Halbposition hoch und runter gelaufen ist und wieder den Ball nicht bekam, von Elias. Das war offensichtlich dann auch für seine Mitspieler frustrierend. Und man muss sagen, Weltklasse-Spieler wie Johansson, Reinkind, Bilek, Duvnjak oder, laufen halt wirklich neben ihm mit, anstatt selber ihre Weltklasse-Leistung abrufen zu können oder die Chance zu bekommen, ihre Weltklasse-Leistung abzurufen.
Das kann ja auch nicht der Sinn dieser Mannschaft des THW Kiel sein. Und da sind wir uns ja wohl einig, die ja großartig besetzt ist. Ja. Das wird die große Frage sein, die sie lösen müssen. Wie kann sich Elias einbringen, seine individuelle Stärke nicht vergessen und trotzdem seine Mitspieler besser zu machen? Weil das ist die große Aufgabe des Mittelmanns. Ja. Ketsche, du hast letztes Mal flammend Philipp Biecher verteidigt und ich war da komplett bei dir. Aber das ist ja schon primär sein Job, oder? Die Lösung zusammen mit dem ganz jungen Kerl von den Färöer Inseln zu finden. Naja, gut, du bist hin und her gerissen. Du hast auf der einen Seite einen sehr genialen Handballer, der tolle Entscheidungen trifft und gut in die Liga gefunden hat, persönlich. Und dann hast du den Mannschaftserfolg, der über allem steht. Und nirgendwo steht der mehr über allem als in Kiel. So, das beides jetzt zu verbinden, ist die Herausforderung der Vorbereitung des THW Kiel gewesen und der Situation, aber auch jetzt. Und klar, da ist Philipp schon in der Verantwortung, all seine Spieler mitzunehmen, die ihm Spiele gewinnen, ins Spiel wieder reinzubringen. Und die ideale Mischung zu finden mit Elias, das ist die Verantwortung des Trainerstabs. Aber nochmal, du hast so einen Spieler, Gisli ist auch so ein Spieler, ein dominant, also ich rede mal jetzt über dominante Spieler. Gisli Ja, Christiansson ist ein ja. dominanter Spieler in Magdeburg, Felix Klar ist so ein dominanter Spieler, Gitzel ist so ein Spieler. Aber all diese Spieler haben, glaube ich, verstanden, wie sie ihre Mitspieler besser machen. Das hat Elias vielleicht noch nicht verstanden, weil er es noch nie musste in seinem Leben. Also sowohl für die Färöerinseln in der Nationalmannschaft als auch für seinen Verein Sävehof vorher in Schweden war er der Alleinunterhalter. Und das ist der Sprung, den er zusammen mit dem THW Kiel jetzt schaffen muss. Und das wird nicht leichter in den nächsten Spielen, denn zu Hause Lemgo, dann auswärts Göppingen, auswärts Hannover, auswärts Löwen, drei Auswärtsspiele in Folge, dann kommen die Füchse. Also das ist nicht gerade ein Programm, wo du sagst, im Gegensatz zu Magdeburg, sage ich jetzt mal, wo du sagst als Kieler, also jetzt wird's mal leicht. Ja gut, wann wird es denn mal leicht in der Liga? Wenn ich das überhaupt nur angeschnitten hätte, jetzt wird es mal leicht, dann kriege ich immer direkt einer auf den Deckel. Ich erinnere mich an die Füchse Berlin, die zweimal problemlos sowohl in der Liga als auch im Pokal gegen Erlangen gewonnen haben. Und der Sportvorstand hat mir direkt verbal eine drüber gegeben, als ich meinte vorher, das werdet ihr wohl locker gewinnen. Ja, es wird natürlich nicht leicht und es kann natürlich überall immer eine Überraschung passieren. Aber guck dir jetzt das Programm von Magdeburg zum Beispiel an. Achtung, auswärts Stuttgart, zu Hause BAC, auswärts Erlangen, zu Hause Eisenach, auswärts Barling, zu Hause Gummersbach. Die Ja, nächsten gut. 6 Spiele sind Ja. für Magdeburg alle machbar, sag ich mal so. Bevor dann am 10. Dezember auswärts ein Spiel in Melsungen ansteht. Also da ist schon, glaube ich, eine andere Herausforderung grundsätzlich von der Papierformat. Also ganz kurz, Benno, ich distanziere mich in aller Schärfe von diesen Aussagen. Beschwerden dazu bitte nur an Kretsche. Sollte was davon schiefgehen, ich habe es nicht gejinxt. Das war Stefan Kretschmer ganz alleine. Gretsche, was du eben gesagt hast, übrigens über Moment. Skippy. Da möchte ich mal einhaken, da möchte ich mal Ja. einhaken, Herr Schmidt-Sommerfeld. Du kannst ja nicht Was immer denn? nur den ahnungslosen, unwissenden Moderator hier spielen in dieser Sendung. Ja, Wie spiele ich siehst nicht, du das bin denn, ich. Ich bin nur ich, wenn ich das tue. wie siehst du denn anhand dessen, was ich dir gerade aufgezählt habe, die Ausgangslage der nächsten Tage und Wochen, sowohl für Kiel als auch für Magdeburg? Ich finde, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht. Und wenn Magdeburg nicht alle dieser Spiele gewinnt, rücke ich sofort von meinem Tipp ab, dass das weiterhin mein Meisterschaftskandidat Nummer 1 ist. Nein, Kretsche, ich bin da komplett bei dir. Also jeder, der uns öfter mal zuhört und uns nichts Böses will, der wird verstehen, dass wir jeden Gegner in dieser Liga respektieren und das auch total abfeiern, wenn Eisenach dann die Favoriten stürzt und wenn Barling seine Punkte holt. Aber es wäre ja lächerlich zu sagen, ja, doch, also das ist alles genau gleich schwer. BHC und Barlingen und Eisenach, das ist genauso schwer wie nach Magdeburg zu fahren. Nein, sorry, das stimmt einfach nicht. Und dann würden wir auch Dünnes erzählen und dann könnten wir uns diesen ganzen Podcast auch schenken. Deswegen finde ich, hast du das sehr schön einsortiert. Kretsche, Danke. Donnerstagabend, deine Füchse. Du hast das eben, wie man auch für andere spielt und seine Entscheidungen trifft. Ne? Wenn ich jetzt an, da war es nicht das Duell dann Schipper-Goethu gegen Gitzel, sondern Gitzel gegen Knorr zum Beispiel, der ja so ein bisschen
hat das ja auch was davon, ne? Juri spielt überragend für sich, spielt überragend mit dem Kreis. Manchmal hat man das Gefühl, den Halben tut es nicht immer so leicht, wenn sie nicht schon sehr gut auf ihn eingestimmt sind, mit ihm zu spielen. Das braucht immer eine Zeit. Und da haben sie ja mit Gustav Davidsson gerade einen, der viel halb links spielen muss, was vor der Saison, ja, Gagne hat sicher nicht so geplant war. Und wenn ich mir dann angucke, also Gitzel, das war jetzt keine HPI 100-Leistung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der für ein HPI hatte. Aber das war ja unglaublich, wie der euch zu diesem nächsten, das war ja auch ein Run-and-Gun-Spiel-Sieg, geführt hat. Ist das gerade der Beste der Liga, Gitzel? So sah das für mich am Donnerstagabend zumindest aus. Ja, nicht nur, weil ich jetzt die Vereinsbrille aufhabe, aber für mich ist Matthias Gitzel schon gerade der beste Spieler der Welt. Also die Art und Weise, wie er agiert, wie er an insgesamt 18 Toren in dem Spiel direkt beteiligt war. Ich glaube, 11 Tore, 7 Assists. Und wie er eben seine Mitspieler alle besser macht. Also sowohl im Training, das sehen die Leute da draußen natürlich nicht, wie er sich im Training verhält, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet, wie er sich mit dem Trainer auch austauscht und darauf vorbereitet. Das ist schon jemand, der kommt dem Ideal eines Handballers, wie man es gerne hätte, extrem nahe. Also der kommt schon da verdammt nah ran. Und freuen uns natürlich, den zu haben. Aber jetzt gilt natürlich auch das Thema, und das sagen ja auch alle anderen, Time-Management. Also wir haben jetzt, heute fängt die Euroleague an für die Füchse, für uns. Mhm. Und dann kommt nochmal ein anderer Rhythmus rein. Und jeder, der die Bundesliga und auch uns aufmerksam verfolgt, weiß, dass wir sicherlich da jetzt kadertechnisch durch die Verletzung von Drucks, Wiede und jetzt leider auch Dari nicht aus dem Vollen schöpfen können. Also wir müssen schon jetzt auch gucken, wie wir innerhalb dieser Woche, Dienstag Euroleague-Spiel, heute gegen Chambéry, Donnerstag dann Melsung zu Hause, die Kräfte verteilen, damit gerade Andersson und auch Gitzel das schaffen. Mhm. Wie geht's denn, Dari? Ich habe noch gar keinen neuen Stand gehört. Ist das was Längeres? Max hat sich am Fuß verletzt. Nicht schlimm, aber die nächsten 4 Wochen wird er uns nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, in der Realität 2 Bundesligaspiele. Heute am Donnerstag gegen Melsung und dann das Auswärtsspiel in Gummersbach. Da wird er nicht dabei sein. Dann kommt die Länderspielreise und dann kommt ja noch die Reise nach Saudi-Arabien zum Superglobe. In der Zeit wird er uns nicht zur Verfügung stellen. Glücklicherweise sind 2 Wochen davon keine Bundesligaspiele. Okay. Ist denn, weil du schon sagst, so ein bisschen managen, die Zeit in dem Löwenspiel am Ende, gefühlt haben irgendwann nur noch Jungfüchse gespielt, hatte ich so das Gefühl. Langhoff war drauf, Lichtlein war lange drauf, Benecke drauf. Also Bob muss ja gerade... Der muss ja gerade fliegen, sozusagen. Das ist für den ja immer extrem wichtig, dass die alle spielen. Geht Bob zurzeit recht gut, würde ich mal sagen. Er mag dann schon auch die Entwicklung. Aber auch da, wenn wir ehrlich sind, die Möglichkeiten, dass die Jungen viel Spielanteile bekommen, erarbeiten natürlich in erster Linie mal die Alten, die arrivierten Spieler. Also Herr Gitzel, Dari, sehr alt. Ne, Marsenic, Gitzel, dieser alte Haudegen, der immer noch die Kohlen aus dem Feuer holt, Woche für Woche. Nein, die Leistungsträger sind dann schon auch Gitzel und Andersson, wobei Lichtlein das auf der Rückraummitte wirklich gut macht, als etatmäßig erster Mittelmann gerade bei uns. Und da sind wir wieder beim Thema, mache ich meine Mitspieler besser? Ich finde, dass Lichtlein das gut macht, könnte noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen, was wir eben immer wieder sagen, aber das funktioniert. Aber das Erfolgsgeheimnis bei den Füchsen, bei uns momentan, ist, glaube ich, dass die Leistungsträger absolut performen, vor allem auch in der Abwehr mit einem sehr guten Milosavljev, der wirklich diese Saison bisher sehr gut drauf ist. Oder Marsenic, wie Experten ihn nennen. So geschehen am Donnerstag. Da hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit den beiden M's. Ach, da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, Andi hat das auf seine sympathische Schweizer Art eher locker weggewischt. Übrigens bei Lichtlein, also wenn ich Andersson und Gitzel neben mir hätte, würde ich mir auch nicht trauen, aufs Tor zu werfen. Ehrlich gesagt, um ihm da mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Muss er aber. Und da fordert das auch
Gitzel immer wieder von ihm ein. Also er sagt dann auch, du musst mitten im Spiel und so weiter, geht er auch auf ihn zu, geht auf ihn ein und sagt, so komm jetzt, du hast ein gutes 1 gegen 1, du hast einen guten Wurf, das wollen wir jetzt auch sehen. Klar verteilst du die Bälle gut, du bringst uns gut in Spielsituationen, aber wir brauchen auch deine Torgefahr. Ja. Gretsche, Donnerstag ist es soweit, das dicke Ding. Ihr habt eine sehr kurze Woche, hast du eben schon beschrieben. Melsungen kommt ja auch aus einer. Die hatten gestern Abend relativ wenig Probleme mit dem HC Erlangen. Also da gab es jetzt irgendwie keinen Knick, nachdem sie gegen den Bergischen HC ja die erste Niederlage mit diesem wahnsinnsdirekten Freiwurf, diesem irren Tor kassiert hatten. Wie ist da jetzt gerade das Kräfteverhältnis? Also Timo Kastelling hat das gestern im Interview, glaube ich, ganz gut gesagt, als er darauf angesprochen wurde, absolutes Topspiel 1 gegen 2. Und dann sagte er, naja, absolutes Topspiel sieht er jetzt nicht. Es ist das Standort-Top-Duell 1 gegen 2. Da, wo wir momentan sind, wo die Liga momentan ist. Und wenn wir natürlich auf den Boulevard Zug aufspringen, dann hauen wir das natürlich genauso raus und promoten das jetzt bis Donnerstag so rauf und runter. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich etwas woanders, aber momentan ist es halt 1 gegen 2 und deswegen finden es alle irgendwie gut. Ich glaube, die Melsunger finden es auch gut, dass sie mal ein Top-Duell spielen können. Wann durften sie das zum letzten Mal oder durften sie das überhaupt schon mal in ihrer Also so Vereinsgeschichte? Ich glaube ich weiß es nicht. nicht. Gab es schon mal ein So Spiel? glaube ich Also auch nicht. jetzt nicht vielleicht erster Spieltag, sondern wir sind Mitte der Hinrunde. Dass Melsungen erster oder zweiter, kann ich mich nicht erinnern, dass es so ein Duell mit Melsunger Beteiligung mal gegeben hätte, 1 gegen 2. Und wir sind schon auch, gerade wenn es dazu kommt, dass wir jetzt Mitte Oktober haben, wir sind schon da auch ein bisschen gebranntes Kind aus der vergangenen Saison, weil ich glaube, in der vergangenen Saison haben wir im November das erste Spiel verloren. Also bis dahin hatten wir zwar einen Punkt abgegeben, aber haben dann in Minden im November das allererste Spiel verloren. Also für uns ist das nicht ungewöhnlich, am Anfang der Saison vorne zu sein, am Ende dann allerdings nicht. Deswegen sind wir in der Hauptstadt etwas vorsichtiger. Oh, das war wieder ein Satz. Oh, da könnte man jetzt schön die Berliner Versagertruppe hinten raus konstruieren. Wir können nur gut anfangen und dann rauschen wir ab. Ach, aber Kretsche, wir müssen das eh alles rausschneiden, was du da eben. Du kannst dir doch nicht sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Nein, das ist das absolute Was? Raketenspiel. Und wer das am Ja. Donnerstag nicht guckt, der hat nicht alle Latten am Zaun. 1 gegen 2 in der HBL. Ein Team mit 0, eins mit 2 Minus. Das muss man sehen. Das Wahnsinn. ist das Beste, was der Saisonstart zumindest uns gerade hinlegt, was den deutschen Handball angeht. So. Ja, schön, dass du das noch am Ende relativiert hast, was der Saisonstart uns gerade hinlegt. Das waren ja wichtige Worte in dem Satz, ja? Also prinzipiell gebe ich dir recht, es ist momentan das Top-Duell der Handball-Bundesliga. Und wir freuen uns in Berlin sehr darauf, dieses Spiel am Donnerstag spielen zu dürfen. Kretsche, stimmst du mir zu, wenn ich sage, der das gewinnt, bleibt weiterhin ein absolut legitimer Meisterschaftskandidat? Ist das schlecht? Schmieso, das ist so schlecht von dir. Der dieses Spiel gewinnt, bleibt ein legitimer Ist Meisterschaftskandidat. denn daran Der es schlecht? verliert, ist raus. Der es verliert, ist raus. Nein, das Oder habe was ist das? Das Nein, ist der Moment. Umkehrschluss. Nein, nein, nein. So, Na? gut. Gut, okay, aber dann habe ich ja meine Antwort. Stefan Kretschmer sagt, egal wie das Spiel ausgeht, beide sind absolute Meisterschaftskandidaten. Da habe ich dich ja richtig verstanden. Ich hau mal richtig einen raus. Ich hau mir jetzt richtig einen raus. Ich sage dir, die Löwen fallen für mich dieses Jahr raus auf den Kampf um die Meisterschaft und die internationalen, also ich sag mal, die Champions League Plätze. Es ist für mich bis zum letzten Tag der Fünfkampf, denn es gibt fünf Top-Mannschaften in der Liga. Und ja, Herr Schmidt-Sommerfeld, auch wenn Sie es am Anfang der Saison nicht für möglich gehalten haben, die MT Melsungen ist dabei. Okay. Kretscher, aber müssen wir im Kampf um die Meisterschaft nicht den THW Kiel rausnehmen? Nein. Du kannst du keine, selbst wenn die Kieler jetzt wahrscheinlich 15 Minuspunkte hätten, kannst du sie beim Kampf um die Meisterschaft nicht rausnehmen. Ja, ab Nein, wann bist du denn Schmidt-Sommerfeld, mach doch bereit? den Fehler nicht.
Ab minus 68, wenn sie punktlos absteigen, nimmst du sie dann raus, oder was? Ich bin beim THW Kiel echt nie bereit. Wirklich, ich bin nicht bereit. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vor allem über den THW Kiel. Ich habe als Magdeburger Spieler unter ihm gelitten, unter dieser Mannschaft, die immer wieder zurückkam, die jedes Mal die Meisterschaft gewann, über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Sie ging mir auf den Sack. Ich habe ein natürliches Gefühl gegen Kiel entwickelt, was sich im Laufe der Jahre als Experte relativiert hat. Aber diese Dominanz hat mich erschreckt. Diese Bereitschaft hat mich erschreckt. Diese Siegermentalität hat mich erschreckt. Sie macht mich wahnsinnig. Und deswegen, es haben sie immer noch. In welcher Person? In Person ihres Trainers momentan. Philipp Wiedja, der es vorlebt wie kein anderer. Und solange sie das haben, und das werden sie so schnell nicht verlieren, kann man sie nicht abschreiben. Auch mit 8 Minuspunkten nicht. Alfred Gislason, der große Bundestrainer, hat gesagt, diese Saison könnte jemand deutscher Meister werden mit zweistelligen Minuspunkten auf dem Konto. Und das halte ich für absolut möglich. Auch ich habe vor der Saison gesagt, man kann mit 10, 11, 12 Minuspunkten deutscher Meister werden. Das wird dieses Jahr passieren. Es wurde belächelt, es wurde mir nicht geglaubt. Es wird wahrscheinlich so kommen. Und deswegen haben die Kieler schon zweistellige Minuspunkte? Noch nicht. Richtig? Nein, es sind 8. Wenn ich richtig gezählt habe. 8 Minuspunkte. So. Aber umso mehr ein Grund, ich sag's nochmal, es gibt zwei Teams, die haben 0 und 2, die treffen sich am Donnerstagabend in der Max-Schmeling-Halle und das sind die wahren Meisterschaftsfavoriten. Nein, wobei, ich habe ja vorhin selber gesagt, Magdeburg ist es für mich. Ist auch egal. Wir kommen zum Ende. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Was denn nun? Ich danke dir für deine Zeit. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Herr Schmidt-Sommerfeld, Ihnen eine gute Rückreise. Genießen Sie noch London. Dankeschön, das mache ich.